Liebe Schwestern und Brüder, alle reden vom Klimawandel. Jetzt tut das Jesus auch noch im Evangelium. Vom Klimawandel reden. Mit dem Südwind und den Wolken im Westen. Und wir wissen das alles ganz genau, was passiert. Aber die tiefere Wirklichkeit, dafür sind wir offenbar zu blöd. Da gibt es eigentlich auch keine Institute für. Es gibt natürlich für den Klimawandel gibt es natürlich Beobachtungsstationen, sich widersprechende Messungen. Manche sprechen von einer großen Lüge. Dem muss man nicht nachgehen. Aber all das wird heiß diskutiert. Aber die Zeit, in der wir stehen, in die wir geistlich hineingestellt sind, mit unserer eigenen Existenz, die verstehen wir offenbar nicht. Was meint Jesus, wenn er so spricht? Und dieses merkwürdige Gleichnis von dem Gang zum Gericht noch anhängt. Wie das Evangelium weitergeht, gibt zumindest Hinweise darauf, wie Jesus das versteht. Er spricht von Umkehr. Er spricht davon, die Zeit des Lebens zu nutzen als eine Zeit der Hinkehr zu Gott und als eine Zeit der Buße. Ich weiß ja, es will niemand hören. Wahrscheinlich muss deshalb Jesus so sprechen. Wenn wir heute in der Kirche diskutieren, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch einen geistigen Klimawandel feststellen, ist alles so toll, inzwischen ist alles ganz locker und alles ist ganz befreit und alles ist plötzlich ganz wunderbar. Niemand redet hiervon. Niemand redet hier von der Mitte des Evangeliums, dass wir mit unserer Not des Glaubens, denn das ist doch die eigentliche Not unserer Zeit. Natürlich können wir weiter Kirche spielen. Wir können Kirche auf unsere Türen schreiben oder auf unsere T-Shirts sticken. Wir können die roten Schilder und die grünen blinkenden Dinger an die Kirchentür hängen und sagen, Open Church. Alles, können wir alles machen. Aber die entscheidende Frage ist doch, ob wir glauben. Ob wir mit unserer Existenz an einem Punkt, auch nur an einem kleinen Punkt, uns auf Gott ausrichten und mit ihm rechnen. Ihr Heuchler, sagt Jesus. Von uns sollte das niemand sagen, nicht den anderen gegenüber, sondern dieses Wort muss uns treffen, jeden und jede von uns, um zu sagen, wie sieht es mit meinem Glauben aus? Wie nutze ich meine Lebenszeit? Hat es irgendetwas damit zu tun, die Grundlagen meiner Existenz, anfangen wenigstens mit einem Teil der Existenz, mich auf Gott auszurichten, sodass ich wirklich ehrlichen Gewissens den Satz sprechen kann, so klein er ist, ich glaube an Gott. Darauf käme es an. Und dann ist die Zeit, die uns gegeben ist, in die wir gestellt sind, eine große Chance, ein großes Geschenk, sie zu nutzen, uns auf Gott auszurichten. Und Gott geht es nie um das Äußere, unter welchem Firmenschild wir gerade agieren oder was wir uns anziehen und umhängen, das ist unwichtig. Gott sieht auf das Herz und Gott sieht, ob dieses Herz, wenn auch schwach, verzagt, ob es beginnt zu glauben und ob es durch Umkehr und Buße bereit ist, es zumindest zu versuchen.